Ich spiele den jetzt nochmal. Nächste Liga zu kommen. Wild West Rampage. Choose opponent. Ja, ich habe doch schon 4 Millionen. Tja, dann nehme ich natürlich hier das Schlimmste. Weil, den habe ich ja schon geschlagen. Ich habe doch schon 4 Millionen. Wenn ich die wieder behalte. Der hat nur 2,4 Millionen. Hey, Sweetie! Welcome to Rackton Point. The name's Cindy. Just Cindy. Nick Sweetie, ne? Rackton, huh? More like Rackton. Ricochet. Kommt der lang, der kommt da lang. Was war das, einer? Hat irgendwie mit Magneten festgehalten. Auch nicht schlecht. Ah! Was hast du aber mit dem Sheriffstern? Idiot. Hau ihn in den Sheriffstern. Ah, der war zu schnell. Ein bisschen mehr Konzentration, bitte schön, ja? Ist es denn wahr? Ja, er läuft heute nicht, diesmal nicht so schön wie die anderen. Die Kurve stinkt, sagt man. Was stinkt das schon? Weil eigentlich ist sie tot. Die ist schon ein Zombie-Kugel, die ist schon verwest. Darum stinkt die. Die Zeit ist um. Wo habe ich jetzt 3,9? Ach nee, es zählt doch wieder von vorne. Doch wieder von vorne, weil ich hatte ja 4 davor. Ja, was mache ich dann mit den Ligapunkten? Keine Ahnung. Da will er jetzt schon 3. Wird immer schwieriger, ne? Kann man da eigentlich F1 drücken und gucken, was man machen muss bei dem Tisch? Sheriff Evans, welcome to Rackton Point.
Normalerweise gibt es ja immer so kleine Karten, wo drin steht, du musst zuerst das machen und F1 brauche ich nicht drücken hier. Voller Druck! Ach, da kann man die Kugel da benutzen. Ranhauen. Ist ja interessant. Wo kommt der wieder raus? Da. Der jetzt lang. Okay. Hopp. Da weht ein Wind. Irgendwie Fensterläden aufgegangen. Jetzt mal noch da. Ach, das war der Wind. Ja. Es gibt alles noch nicht so viele Punkte. Dann ist mal ein bisschen zu sehen, dass du Punkte kriegst. Cindy ist das schon voll. Ja. Tja. Verloren. Jetzt waren es nur 1,9. Oh! Und nimmst ja 5 sogar weg. Ja. Okay, das ist Matchup. Vielleicht will ich auch Matchup gar nicht spielen. Wettkämpfe, Bestenlisten. Ich vielleicht einfach nochmal Einzelspieler spielen. Ganz normal Flipper. Ganz. Ich will einfach ganz normal Einzelspieler. Was soll denn das? Einzelspieler. Ich will den spielen. Der geht automatisch in das Matchup. Ich will aber gar nicht Matchup. Ich will einfach nur den Tisch spielen. Und nicht nach einer Minute ist alles vorbei. Ich will auch die... Ist da immer so eine kleine Story, die dahinter erzählt wird. Die will ich spielen. Ich will auch mal Multibolt kriegen und nicht, nach 2 Minuten ist alles um. Thank you.
Verstehe ich nicht. My collection. Main menu. Your pinball tables have been upgraded with a ton of exciting new features. Ja, früher war das besser. Also ihr habt mir alles weggesprochen. Ich muss jetzt dieses blöde Matchup machen, oder? Ja, mit Wizard-Kräften und alles so ein Scheiß. Wer will den Kack haben, keiner? Ja, shit, ey. Ja, und wenn ich einfach nur spielen will? Ja, die Schmeisterung. Ach so, alle mit Dings davor. 1 Milliarde. Du müsst dann mit Bright Power Pinboard machen und dann den Billion Shot und dann hast du 1 Milliarde schon zusammen. Okay, das ist irgendwie so Statistikkram. Newsfeed braucht keiner. Matchup. Nimm's gleiche Matchup. Wenn du einfach nur Einzelspieler, ich will ganz alleine das Ding hier spielen. Und zwar 3 Bälle. Warum geht das nicht? Ah, ist alles ein Scheiß hier. Auf Wettkampf gehen. Tournaments. Active Tournaments. Das ist dann. Ah, Funhauser, ein schöner Flipper. Irgendwelche Turniere. Bestenliste. Oh, ich bin an Stelle 50.000. Super. Stellen. An 350.000 Stelle. Ja, ja, bla bla bla. Ja, und die Option. Was ist das? Gehäuse-Support. Persönlicher Aktivierungscode. Keine Ahnung. Was ist das? Profile? Ne, kann ich ja gleich. Es gibt ja keinen Einzelspieler scheinbar mehr. Dann gibt es noch ein Schnellspiel, das ist irgendwie dasselbe. Audio Options. Video, gibt's nix? Main Menu. Wieso kann ich das Spiel nicht einfach ganz normal spielen? Ich versteh's nicht. Gruppe ändern. Williams hat geile Flipper gemacht. Einen habe ich hier. Fischtails. Okay. Main Menu. My collection. Na gut. So. Moment. Ah, jetzt. Dieses blöde Icon, wo nichts dran steht, wo einfach, oh, man spielt. Da habe ich mal drauf geklickt und ich glaube, das ist Matchup. Ich klicke einfach hier drauf und kann ich es normal spielen, oder? Yo. Das ist aber, oh, da musst du auch dazu schreiben, ne? Steht wahrscheinlich unter I. Ah, super. Das hilft mir auch nicht mehr. Also, du musst dir dann...
denken, dass das hier, das Teil ist, das ist ein Matchup. Da kannst du dann irgendwelche Leaderpunkte holen. Da kann ich aber auch vorne auf Matchup klicken. Wenn ich ganz normal spielen will, mache ich das. Einzelspieler und Hotseat, Tischmeisterung, Upgrades, Flipperregeln. Und da sind auch die Flipperregeln. Das war zu schnell. Die Mittelrampe kann für 2 Minuten des Salons. Aha, je nachdem, wo du langkommst, gibt's die Salon-Prügelei mit dem Sheriff oder die Krawall-Multiball. Krawall-Multiball. Du kannst zwischen ihnen wechseln, indem du die Mulde neben der Salon-Rampe triffst. Okay, hier kann ich also dann... Da macht er den ein oder andere Tür auf. Okay. Weiter. Ja, weiter. Ist nicht wahr. Ich kann hier nicht klicken. Ich muss die kleinen Kreise anklicken. Was soll denn das? Okay, ist das doof? Man scrollt alles durch. Ist das doof? Also normalerweise zeigen die nur an, auf welchem Dings man gerade ist. Und man geht hier Schritt für Schritt. Man geht ja auch hier Schritt für Schritt, wenn man das eine einklickt. Weil der scrollt alles durch. Anstatt sofort dahin zu springen. Wozu hat es denn überhaupt... Ja, ich bin schon wieder mitgegangen. Hat doch keinen Sinn so. Egal. Es gibt 6 Hauptmissionen. Das sind die hier. Gefängnisausbruch, Zugüberfall, Saloon Scuffle. Was heißt Scuffle? Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, Schlägerei. Das kann man vielleicht lesen hier. Bridge Business. Brücke in die Luft springen. Kaboom. Und Boom. Und das heißt Short Fuse. Kurze Zündschnur. Na, ja, es geht wenigstens mit den Cursor-Tasten. Die Mission kann gestartet werden, indem du Salon bei der Mittelrampe buchstabierst. Ich muss da öfter reintreffen. Was ist denn der Zugraub? Du musst da hoch? Musst du die untere linke Rampe treffen, okay, die hier. Und zwar mit dem hier, hier reinschießen. Anders kannst du es ja gar nicht. Also du musst hier oben rein, ins Salon, und dann hier richtig, hier rein. Und dann kommst du zum Zug. Und dann kommst du wohl hier oben raus. Und dann musst du hier die Dinger treffen, oder? Du musst Train buchstabieren. Okay. Verstehe. Also. Du musst erst hier, dann sind die durchgefallen, dann kannst du hier weiterspielen. Dann kommst du hier rein, dann musst du da reinschießen, dann kannst du hier weiterschießen, musst die beiden abschießen, kommst hier gerade durch und dann kommst du wahrscheinlich wieder zurück. Kriegst Punkte. Und der Gefängnisausbruch, der musst du erst... Okay, erst die Jail treffen. Die Gitterstäbe 4-mal treffen. Um Jail zu buchstabieren, okay. Das ist viel zu schnell.
dann die Kugel arretieren, den Modus zu starten. Cindy versucht, die unschuldigen Leute zu befreien. Sie wird vom Sheriff inhaftiert, bla bla bla. Ja, Scroll funktioniert nicht, die Scroll-Taste. Oh, nicht hier dran ziehen. Okay, Gefängnisausbruch. Da oben ist Postkutsche, nur kurze Lunte. Dann poppen die Fässer auf und die muss man wieder abschießen, innerhalb bestimmter Zeit. Nimm ich mal an. Bringe die Brücke, über die die Vierzug den Canyon überquert. Das ist richtig komplex, das Ding. Buchstabier Kaboom durch Beschuss der Mini-Loops. Also hier und da Kaboom und da vielleicht auch noch. Hier Kaboom. Die startet den gefährlichen Modus. Evans beschließt, Cindy auszuschalten, indem er sie aus sicherer Entfernung Dynamit auf sie wirft. Und dann musst du das Dynamit. Dann musst du auf richtigen Bahn schießen, um das Dynamit in der Luft abzuschießen. Okay. Der Endkampf ist der Wizard-Modus des Tisches. Er wird verfügbar, wenn alle Hauptmissionen gestartet sind. Dann macht er den Multiball. Checkpoint. Okay.